Wir kochen heute eine wunderbare Kürbissuppe, die von innen wärmt und einfach nur lecker schmeckt. Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Hier auf dem Kanal war es ein wenig ruhig die letzten Wochen. Das lag unter anderem daran, dass ich an meinem Kochbuch gearbeitet habe. Das dritte jetzt. Es wird ein vegetarisches Kochbuch, das ist jetzt fast fertiggestellt. Wird höchstwahrscheinlich im nächsten Frühjahr rauskommen, also leider nicht mehr zur Weihnachtszeit. Und ich glaube, das wird richtig, richtig gut. So, jetzt geht es aber auch hier weiter mit neuen Videos. Wir machen heute eine leckere Kürbis-Ingwer-Suppe. Super lecker, super einfach. Das Rezept ist tatsächlich aus meinem ersten Kochbuch, Feierabendküche. Ein schönes, herzerwärmendes Rezept. So, und was brauchen wir dafür? Ich nehme in dem Fall Hokkaido-Kürbis. Der hat mehrere Vorteile. Man muss ihn nicht schälen, was die ganze Sache deutlich einfacher macht. Man kann die Schale nämlich mitessen und zusätzlich gibt diese Schale der Suppe eine tolle Farbe. Ihr könnt aber auch jeden anderen Kürbis für diese Suppe verwenden. Dann habe ich noch ein klassisches Suppengrün und zwar nehme ich hier Knollensellerie, Staudensellerie. In meinem Rezept habe ich jetzt nur Knollensellerie verwendet. Karotte, ein bisschen Knoblauch, Zwiebel. Dann habe ich ein bisschen Ingwer. Wer möchte, kann ein wenig Zitronensaft zum Schluss mit dazugeben oder Limettensaft. Dann verwende ich in dem Fall noch Koriander. Das passt perfekt zusammen. Das gibt dem Ganzen so eine Frische, eine Leichtigkeit. Wer aber Koriander nicht mag, der nimmt einfach Petersilie. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich nehme in dem Fall Kokosmilch. Man könnte auch Sahne nehmen. Beides funktioniert perfekt. Zum Aufgießen habe ich hier tatsächlich einfach nur Wasser. Ihr könnt natürlich eine Brühe nehmen. Gemüsebrühe, Geflügelbrühe, beides geht. Macht die Sache noch kräftiger. Aber im Großen und Ganzen braucht man es nicht. Denn wir haben hier sowieso Suppengemüse drin. Also wir kochen die Brühe ja sowieso direkt mit. Und bevor ihr zu Brühwürfeln greift, macht es lieber einfach mit Wasser. Denn Brühwürfel, finde ich persönlich, helfen der Sache meistens nicht. Und so, wie wir es jetzt hier machen gleich, wird die Suppe richtig gut. So, als erstes Mal schneiden wir einfach unser Gemüse in relativ gleich große Würfel. Die müssen jetzt hier nicht schön sein, denn das wird nachher sowieso alles püriert. Meine Karotten. Staudensellerie. Zwiebel und den Knoblauch. Den Ingwer, den schneide ich auch nur grob klein. Dann nehme ich etwa so ein 2 cm Stück, je nach Geschmack. So, den packe ich mir ein bisschen auf die Seite. Und jetzt kommt mein Kürbis ins Spiel. Da schneide ich nur den Strunk ab. Den Boden ein wenig. Mir reicht jetzt hier ein halber Kürbis. So, dann halbiere ich den. Und die Kerne, die kratzen wir am besten mit einem Löffel raus. Und dann schneiden wir auch den in grobe Würfel. So, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen Sonnenblumenöl in meinen Topf gegeben und das Suppengemüse, das komplette, das lasse ich da jetzt ein bisschen anschwitzen, ohne dass es Farbe bekommt. Nach ein paar Minuten gebe ich auch meinen Kürbis dazu und den Ingwer und dann schwitze ich das Ganze noch mal für ein paar Minuten an. An der Stelle können wir auch gleich schon mal würzen mit Salz und Pfeffer. Wenn ihr Brühe verwendet, denkt dran, ein bisschen weniger Salz zu nehmen. So, und dann können wir das Ganze schon aufgießen
Ich nehme immer so viel Flüssigkeit, dass das Gemüse gut bedeckt ist. Das ist eigentlich immer gut. Und wenn es nachher zu dick ist, dann gebe ich noch Flüssigkeit dazu. So, die kochen wir jetzt, bis alles gar ist da drin und weich. So, und am besten kocht ihr die mit Deckel, dann bleibt Geschmack und Aroma in der Suppe und wir brauchen auch ein bisschen weniger Strom. Nach etwa 10 bis 15 Minuten, je nachdem wie dick oder dünn ihr das Gemüse geschnitten habt, ist das weich. Und dann gebe ich meine Kokosmilch dazu. Ein klein bisschen hebe ich mir auf, nachher zum Garnieren für oben drauf. Wenn ihr Sahne verwendet, verfahrt ihr ganz genauso, ganz zum Schluss dazu. Einmal aufkochen und mehr braucht ihr damit gar nicht machen. Ich weiß, viele werden jetzt aufschreien, oh mein Gott, ein beschichteter Topf und ein Stabmixer. Bisher habe ich noch nie ein Problem gehabt. Man muss einfach ein klein bisschen vorsichtig sein, den Mixer nicht die ganze Zeit gegen die Seiten hauen und dann ist das überhaupt kein Thema. An der Stelle könnt ihr das nochmal abschmecken mit Salz, Pfeffer und ich mache auch ganz gerne noch ein bisschen Zitronen oder eben Limettensaft rein, damit wir ein bisschen Säure reinbekommen. So, und schon ist die leckere Suppe fertig. So, dann gebe ich meine Suppe da rein. Eine wunderschöne Konsistenz hat die. Klein bisschen von der Kokosmilch. So, und wer möchte, macht sich noch etwas klein geschnittenen Koriander mit rein. Oder eben Petersilie. Ich finde gerade Koriander passt wunderbar dazu. So, und dann probieren wir das Ganze mal. Also die Suppe ist wirklich super, super lecker und einfach noch dazu. Köstlich. Ich finde, das ist wirklich genau das Richtige für diese Jahreszeit. So, kocht es unbedingt nach, probiert die Suppe aus. Und solltet ihr noch nach einem Weihnachtsgeschenk für die Küche suchen, unten in dem Video findet ihr sowohl meine Messer von der Firma Heiso als auch meine Töpfe von Hoffmann verlinkt. Und da gibt es auch noch einen Rabattcode, da könnt ihr ein bisschen was sparen. Und natürlich verlinke ich euch auch meine Koch- und Backbücher. So, und damit sage ich tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Gerne einen Daumen hoch da lassen und viel Spaß beim Nachkochen.